Das hier ist Karin Strenz, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat ein echtes Problem. Schauen Sie mal, was in Ihrem Wahlkreis los ist. Ja, die Strenz, ja. Ich ärgere mich darüber. Am liebsten hätte ich sie angezeigt, weil ich ein CDU-Mann bin. Die hat uns als Wähler betrogen. Wie gesagt, man kann nur enttäuscht sein von der Geschichte. Das ist ganz schäbig, wissen Sie. Da sehen Sie mal, wie diese Leute an ihrem Mandat und an ihren Posten hängen. Die schon so viel haben und einsetzen sich wollen. Und jetzt sind nachher die Schlimmsten, die dann Mist machen. Ne? Ja, sie muss ihr Mandat zurückgeben. Oder sie kann nicht mehr im Bundestag sitzen, auf keinen Fall. Dafür bin ich. Hat immer eine große Klappe gehabt, hat immer was bewegt. Und jetzt sieht man, was sie bewegt. Ihr Konto hat sie bewegt. Oha, die Leute in Wismar sind wütend und empört. Warum? Was genau ist passiert? Seit Wochen ist Strenz in der Kritik wegen fragwürdiger Verbindungen nach Aserbaidschan. Der Vorwurf der Bestechlichkeit steht im Raum. Als Frau des Volkes gibt sich Karin Strenz gern. Doch sie fühlt sich nicht nur ihren Wählern nah, sondern auch dem Staat Aserbaidschan. Sie reiste als Abgeordnete immer wieder dorthin. Dort war dann im Jahre 2010 die erste Reise geplant zur Wahlbeobachtung nach Aserbaidschan. Und das war der erste Besuch. Und seitdem habe ich dort auch ein bisschen mein Herz verloren. Was sie nicht erwähnt, diese Reise wurde finanziert vom aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev. Sie trifft ihn sogar persönlich. Schon 2010 attestiert sie dem Land, anders als alle anderen offiziellen Wahlbeobachtungsmissionen, eine weiße Weste. Das, was ich heute kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Sie ist ohne Komplikationen abgelaufen. Nach internationalen Standards ist nicht zu kritisieren. Was niemand weiß, Karin Strenz hat damals schon Kontakt zu ihm, Eduard Lindner. Er macht in Deutschland Lobbyarbeit für Aserbaidschan. Später steht auch Karin Strenz auf seiner Gehaltsliste. Sie erhält ein Honorar von knapp 22.000 Euro, offiziell um Kontakte herzustellen zwischen Firmen aus ihrem Wahlkreis und aserbaidschanischen Unternehmen. Wir besuchen Eduard Lindner, dürfen das Gespräch aber nicht filmen. Aserbaidschan hat mir ein Budget zur Verfügung gestellt, um wirtschaftliche Beziehungen zu stärken. Naja, und ich kannte Karin Strenz schon lange. Wir sind ja beide in der Union und wir waren auch schon zusammen in Aserbaidschan. Da schien sie mir einfach passend für die Tätigkeit. Aserbaidschan kämpft um einen guten Ruf. Das Land ist reich, doch ebenso bekannt für unzählige Menschenrechtsverletzungen, für Kritiker, die eingesperrt werden. Der Präsident umgarnt daher gerne ausländische Politiker, auch mit Geld und Geschenken. Karin Strenz setzt sich für Aserbaidschan ein. Bei einer kritischen Abstimmung über Aserbaidschan im Europarat im Jahr 2015 zum Beispiel enthält sie sich. Alles aus Überzeugung, sagt sie, nicht weil sie Geld bekommt. Dass Lindner sein Geld direkt aus Aserbaidschan bekommt und sie davon bezahlt wird, will Strenz nicht gewusst haben. Wir haben nie darüber geredet, aber dass meine Firma aus Aserbaidschan finanziert wurde, das war nie ein Geheimnis. Karin Strenz hat lange geschwiegen. Heute antwortet sie auf Fragen und sagt, sie habe ein reines Gewissen. Doch die Vorwürfe bleiben. Bestechlichkeit und Lüge. Und das wird, muss man noch mal sagen, einer Bundestagsabgeordneten vorgeworfen. Das alarmiert natürlich die Leute, die sich für Transparenz in der Politik einsetzen. Ihr Urteil ist eindeutig. Das ist hochgradig oder im wahrsten Sinne des Wortes demokratiegefährdend. Denn Abgeordnete sollten in erster Linie die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler vertreten und nicht die irgendwelcher ausländischen Regime. Ja, jetzt stehe ich im Dunkeln, aber trotzdem eine Gefahr für die Demokratie. Die CDU-Fraktion von Frau Strenz müsste da doch schnell handeln. Das würde man jedenfalls erwarten, oder? Wir haben versucht, in Berlin nachzufragen. Fraktionssitzung der Union vor 3 Wochen. Was tut denn die Union gerade für die Aufklärung im Fall Strenz? Also, Dankeschön, dazu kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben. Bis heute verhält sich die Union nicht klar zu Karin Strenz. Nur der Europarat solle sich mit ihrem Fall befassen.
Ja, das habe ich ja schon 5-mal kommentiert. Eine unabhängige Expertenkommission, die ja eingesetzt wurde. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil so eine Untersuchungskommission könnten wir gar nicht einsetzen. So wird man auch ein lästiges Problem los. Ja, wir haben es gesehen, die Bundestagsfraktion wiegelt ab und wartet ab. Der Europarat soll den Fall klären. Und es ist völlig ungewiss, was dabei rauskommt. Für die Bürger ist das frustrierend. Und eigentlich müsste doch wirklich klar sein, wie sich ein Abgeordneter verhalten soll, was er darf und was nicht. Wolfgang Thierse war lange Präsident des Bundestags. Und er hat hier eine ganz klare Haltung. Das ist ein ganz kostbares Gut, dass die Bürger wissen, ihr Abgeordneter hört zu, was ich sage. Er versucht das Bestmögliche, was nicht immer die direkte Übersetzung der Meinung der Bürger ist, aber er versucht das Bestmögliche und er folgt nicht irgendwelchen Einflüssen von Mächtigen, von wirtschaftlich Mächtigen, die ihn möglicherweise noch bezahlen. Deswegen sollten Abgeordnete auch wissen, dass sie nicht etwas Elitäres sind, aber doch etwas Besonderes, mit einer besonderen Verpflichtung und Verantwortung versehen. Und so sollten sie sich auch verhalten. Ja, unabhängig sein, die Wahrheit sagen und im Zweifel auch zu Fehlern stehen. So sollen unsere Abgeordneten handeln. Denn, wir haben es gerade gehört, sie haben eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Wir sind eins. ARD.